Willkommen hier, Nachwuchs-Inklinge. Was geht ab? Na, alles senkrecht? Weiter geht's mit Splatoon 3 Story Mode. Nach zwei anstrengenden Zelda Breath of the Wild Parts Aufnahme geht's jetzt weiter mit Splatoon. Yay! Und nebenbei werde ich noch Genshin Impact spielen, also nebenbei. Ich hole nur den Mondsegen ab. Ja, ich habe 5 Franken dafür gezahlt. Und was wollt ihr machen? Hm? Mich umbringen? Nun ja. Dann hole ich. Ja. Nix da ich hole. Ich habe ja. Ja, ich hole mir noch schnell den Mondsegen-Boni ab. Das heißt 90 Urgestein. Weil ich spare jetzt auf den Dendro-Archon. Wenn der rauskommt und Ayaka natürlich. Jo. Die hier. So. Ich muss auch schauen, ob Genshin Impact geladen hat oder nicht. Ich habe übelst lange nicht mehr Splatoon Online gespielt. Weil in letzter Zeit spiele ich nur Pokémon und Breath of the Wild und ja, Hyrule Warriors. Mit Mal und auf Apokalypse-Modus. Ich weiß, die meisten würden jetzt sagen, hey, du bist vollkommen verrückt und wartet. Gib mir nur eine Sekunde. Wartet, so. Jetzt geht's weiter. Muss er mich nur schnell um halt die Genshin Impact Sache kümmern. Oh mein Gott. Ja, komm zurück. Komm. Die. So. Mann, die haben so schlechte Reflexe. Och Mann, ich hab die Fischeier übersehen. Ich würde mich aber jetzt für nicht schlecht betiteln für jemanden, der fast gar kein Splatoon Online in letzter Zeit gespielt hat. Apropos Online, man spielt das ja normalerweise mit anderen Menschen. Dadurch komme ich jetzt aufs Thema. Wisst ihr, was eine der meisten Sachen ist, die mich aufregen? Wenn ich so jetzt gegen meinen Bruder spiele oder so. Wenn der nicht voll ernst macht. Das hasse ich. Weil guck, du denkst halt, hey, der gibt wirklich alles, der strengt sich an. Oh shit. Der strengt sich an und am Ende wird gesagt, hey, ich habe nicht mal 100% gegeben. Dann rastest du natürlich jetzt mal aus. Erstmal aus. Zumindest in meinem Fall. Weil ich mag das überhaupt nicht. Entweder spielst du gegen mich richtig oder du spielst gar nicht. Weil für mich ist das eine Art Erniedrigung, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe gar nicht 100% gemacht. Also wie gesagt, für mich hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich das von Vegeta habe. Nur ein bisschen. Ja, also ich zum Beispiel Mario Strikers Battle League Football, da war mein Bruder eine Zeit lang besser als ich. Also wir sind dort relativ gleich gut eigentlich.
würde ich sogar sagen. Nein, 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 nein! Uff. Schild regeneriert dich, danke. Hallo. So. Auf jeden Fall, und wenn plötzlich der Satz kommt, ey, ich habe gar nicht 100% gegeben, raste ich aus. Weil egal, wie schlecht ich in diesem Moment bin, wie wütend ich in diesem Moment bin, egal was, sag einfach nicht, hey, ich habe nicht 100% gegeben. Weil dann bin ich wütender, also deswegen raste ich mehr aus, als ich ohnehin schon ausraste, weil ich verloren habe. Oder was ich auch übelst lächerlich finde. Erwartet. Morgenritual des Manta-Clans. Nach sorgfältiger Pflege ihrer Brustflossen genießt die ganze Familie gemeinsam ihr Lieblingsfrühstück. Dieses seit Generationen vererbte Planktongericht soll Körper und Geist und Giftdrüsen stärken. Aha, okay. Samini, was hast du? Fischeier? Ja, Fischeier. Was wollte ich reden? Genau. Vor allem, was mich so heftig triggert, ist, wenn jemand sagt, hey, ich kenne mich besser aus dem Breath of the Wild als du. Ich meine, klar, ich habe echt nichts dagegen, aber beweise es mir. Den hatten wir noch nie. Beweis es mir zuerst. Weil ich glaube schon, Menschen, die das sagen. Und Menschen, die schon seit längerem Zelda-Fan sind. Oder, welchen Spruch ich auch nicht übers Vertrauen kann, ist. Wartet, das ist Asamin. What the hell? Welchen Spruch ich auch nicht übers vertrage, ist. Dieses Spiel ist doch übelst blöd. Bro, hast du das Spiel schon mal jemals selber gespielt? Oder hast du überhaupt eine Ahnung, um was es in diesem Spiel geht? Falls nein, dann beurteile dieses Spiel überhaupt nicht. So. Das musste jetzt alles mal gesagt werden. Ich hätte diesen Weg zur Verfügung. Ich habe B gedrückt, Mann. Das regt mich sowieso auf ans Platoon. Normalerweise hast du halt Zeit, also nicht in jedem Spiel, aber in den meisten, wenn du beim Absprung bist, so schon ein eigentlich schon in der Luft bist, wieso kommt das Trollmusik? Ey, wenn Trollmusik kommt, muss ich an den Eiswagen denken. Hier, schon wieder. Fast wie es schon wieder passiert. Normalerweise hast du halt noch diesen letzten Pixel Zeit, um zu springen. Und daran bin ich natürlich auch gewohnt, auch bei Mario-Spielen. Ist das zum Beispiel so, denn in Breath of the Wild hast du normalerweise noch Zeit, diesen letzten Pixel zu springen. Nein, hier in Splatoon anscheinend nicht. Ich frage mich, wie man das überhaupt mit den normalen Granaten lösen soll. Das geht doch gar nicht. Okay. Boy, war das knapp. Nein, 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 nein. Boah. Wer jetzt sagt, das war nicht knapp, der hat eine Schraube locker. Bruder, guck aber als Inkling, also in dieser Tintenfischform, hast du meiner Meinung nach übelst die schwabbelige Steuerung. Weil wenn du stoppst,
rutscht er gefühlt noch einen Kilometer weiter. Ja, danke, danke, danke. Boy, das war jetzt so wie in Dragon Ball. Dieses Kräftemessen zwischen jetzt zum Beispiel der Kamehameha und was weiß ich, Final Flash vielleicht. Obwohl Final Flash gehört Vegeta. Also zwei Dragon Ball Strahle treffen sich und dann kämpfen die so. Also wer jetzt stärker ist. Das hat mich gerade übelst daran erinnert. Wann kommen auch endlich die neuen Dragon Ball Folgen? Ich kann es kaum erwarten. Vor allem, du siehst halt überall Clips, die entweder auf Japanisch sind oder was weiß ich, auf welche Sprache. Aber nicht Deutsch. Warum? Warum kann das schon in den USA oder was weiß ich ausgestrahlt werden, aber nicht bei uns? Warum dauert die Übersetzung so lange? Ich meine, ja klar, ich kann es verstehen, übersetzen ist nicht einfach. Aber trotzdem, meine Güte. Vor allem, die letzte Staffel war wann zu Ende? 2020, oder? Oder 2019 schon? Der Film kam... Ich glaube 2019, dann kam der Film... Dragon Ball Super Broly. Und der kam. Kam der 2020 oder kam der 2021? Ich glaube, der kam 2020, oder? Oh. Ich weiß, was die Mission ist. Das ist doch safe perfekt getimt mit dem Tintentank. Boah, und vor allem, die siehst du so schlecht. Ich hab safe einen übersehen. Na doch nicht. Ist aber überhaupt nicht meine Waffe im Online-Modus. Wie gesagt, ich bin und bleib eher einer der Angreifer mit meiner Doppeltwaffe. Weil jetzt ein Splatana habe ich mal ausprobiert. Wobei die Airbrush wirkt noch interessant. Also die Airbrush MG heißt die, oder? Irgendwie sowas. Was gibt's hier? Achso. Abkürzung. Abkürzung oder der Weg nach oben? Wer weiß. 1000. Auf ganz entspannt. Wobei, nicht auf ganz entspannt, ich bin jetzt nämlich fast pleite. Okay, der Weg zum Boss. Schallplatte. Der Weg zu einem Level? Nee. Achso. Der Weg zum Boss. Schön viel einfärbern. Let's go. Okay. Das da beseitigen, was noch? Das da. Ab ins Level, flauschige Flugobjekte. Och nee, sind das schon wieder diese Raketen? Bitte nicht. Enzep, noch nie damit gespielt. Im Online-Modus mag ich diese Waffe nicht. Als ob, das ist mir ja noch nie passiert.
sowieso, sowieso, sowieso. Wie sieht's mit dem anderen Level aus? Ist es kostenlos? Nee, 40. Dann kann ich mal das beseitigen. Das auch nicht. Was kann ich denn überhaupt noch machen? Komm schon, komm schon, komm schon, 25er. Bra. Wenn ich verdammte Fischeier brauche, finde ich natürlich keine A. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. So, zurück ins Level. Ich glaube, das lasse ich sogar drin. Enzep, noch nie damit gespielt, im Online-Modus einmal, aber nicht meine Waffe, der Getränkautomat. Echt nicht. Nee. Ich glaube, der Getränkautomat gehört auch eher so zu den Supporter-Waffen, oder? Also wer ein Getränkautomat-Ulti hat, hat automatisch eine Supporter-Waffe vielleicht. Also zumindest wirkt das für mich. Zumindest wirkt das für mich so. Fischeier hole ich mir natürlich. Jetzt bei der Knappheit. Wie viel? Nur 3? Da hätten die ruhig 10 machen können. Muss ich abspringen? Ja, natürlich muss ich abspringen. Komm schon, Gegner, Gegner. Ja, Gegner. Stirb. Boah, ich bin aber auch gemein. Ich merke gerade, wie aufgeschmissen ihre Inklinge wären, wenn die nicht in diese Tintenfischform gehen könnten. Okay. Yo! Hey, 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 Kumpel, Kumpel, so nicht, so nicht, so nicht. Boah, ich liebe diese Sprungattacke. Also diese Sprungattacke halt dort, wo du... Kommt da was? Ja. Wo du halt in der Wand den Turbo-Boost auflädst, damit du so ultra schnell nach oben kommst. Da springt man ja und ich liebe diesen... das da jetzt. Wartet. Das da. Ich liebe es, mit deinem Angriff zu kombinieren. Auch. Mach. Und dann so drauf losschießen wie ein Verrückter. Bababam. Auf. Jo, hey, 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 Kollege, so nicht, so nicht, so nicht. Kommt da noch einer? Nee? Ja, da kommen 2. Hier auch. Ich mache es knapp. Boah. Ich finde das so schwer, diese Texte unten zu lesen und gleichzeitig zu spielen. Weil manchmal stehen dort echt lustige Witze. Also Witze, paar Sprüchlein. Oder halt wichtige Informationen. Und das finde ich in Horizon besser gemacht, weil die haben eine Synchronstimme. Und dann hörst du halt, was Aloy sagt und musst halt nicht nachlesen. Oder halt bei anderen Spielen auch. Ich schätze mal, die meisten haben eine Synchronstimme und dann musst du nicht nachlesen. Außer Splatoon, natürlich. Also ich habe echt nichts gegen dieses Franchise, aber... So mal, ja.
Ich hatte einfach mal Lust, dieses Spiel auszuprobieren. Gefällt mir momentan echt gut. Macht Stand jetzt auch Spaß. Ach nee, ist das diese, die in der Luft explodiert? Ja. So, diesmal keine Fischeier-Probleme. Ja, dass die in der Luft... Nein. Jo, stellt euch mal diese Mission vor mit begrenztem Tintentank. Dort müsste halt jeder Schuss einfach sitzen. Hallo! Spiel! Boah! Schon wieder! Ja, jetzt habe ich es erwischt, als ich gestorben bin. Genau. Ich habe nichts gesagt, es ist gut, dass diese Mission nicht mit einem begrenzten Tintentank ist. Weil das wäre die reine Folter dann. So. Diesmal nicht so knapp gemacht. Lieber auf die Ballons konzentrieren. So. Ein Schuss verbraucht, glaube ich, auch relativ viel Tinte. Was hätte ich jetzt gemacht? Wäre diese Linie nicht gekommen. Weil es war ja wirklich knapp. Okay, weiter, weiter, weiter. Ach nee. Bro. Oh. Wann ist das Horrorspiel endlich zu Ende? Ich habe keine Lust mehr. Ein Fehler und ich bin weg. Hier kommen vier Stück, oder? Hier erwisch einmal den schlechten Rhythmus und weg. Yes, der Horror ist zu Ende. Jetzt nichts wie rein ins Ziel. Und mit diesen Worten muss ich jetzt leider sagen: Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal bei Splatoon 3 Story Mode. Liken und abonnieren, falls es gefallen hat. Wir sehen uns. Kumpel, was hast du? Anscheinend nichts. Wir sehen uns.